Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trubico 6. Ja, das ist leider schon meine zweite Aufnahme. Die erste hat irgendwas mit OBS nicht was funktioniert und ja, da musste ich sie leider wegschmeißen. Oder vielmehr gesagt löschen. Ja, ich habe halt nochmal ein neues Kraftwerk gebaut, ein zweites. Und ich habe noch eine Schokoladenfabrik gebaut. Allein schon deshalb, weil im Moment die Arbeitslosenquote im Moment relativ hoch ist. Und ja, da kann man ein bisschen die Arbeitslosenquote halt nochmal ein bisschen runterdrücken. Und halt nochmal ein paar neue Bushaltestellen, die muss ich aber noch einrichten. Sondern halt so noch nicht fertig. Ja. Das war's eigentlich sonst zum größten Teil. Ich wollte ja normalerweise den Quest hier abschließen mal. Nur das Problem ist, dass unser Touristenindex im Moment schlecht läuft. Wo war denn das noch gewesen jetzt? Touristenindex. Da genau, hier ist der Touristenindex. Das ist im Moment auf 0, deswegen kommen auch keine Touristen natürlich. Ich habe noch bisher noch keine Lösung gefunden, wie man den Index erhöhen tut. Ich habe auch schon bei Verordnung schon geguckt. Es gibt nur wenige Sachen, wie zum Beispiel das hier, gute alte Zeit. Da kann man den Index etwas erhöhen. Aber so wirklich Mittel habe ich bisher noch keine gefunden. Ah genau, was ich noch gebaut habe, war ein Radiosender. Wo ist denn der jetzt hin gerade? Muss ich mal selbst suchen. Wo haben wir denn hingebaut? Ah, hier ist er doch. Radiosender, um die Freiheit zu erhöhen. Was macht der? Basiseinstellung. Tabakkammer verkauft. Was sind wir denn da vor dem Radiosender? Tut die Freiheit verringern, das will ich ja nicht. Ich werde die Freiheit erhöhen. Verringert denn der Radiosender überall die Freiheit? Ist ja blöd. Das können wir mal machen. Ich dachte, der Radiosender würde die Freiheit erhöhen. Zumindest war das früher mal so gewesen.
Na gut, es gibt ja noch einen TV-Sender oder sowas. War denn der? Kindermuseum, Mausoleum, Fernsehstation, genau. Ich noch sagen, machen wir das hier auch noch. Fernsehturm. Und die Frage ist, wohin damit? Das sollte schon relativ mit der Augenkreis. Ja, sowas in der Art wie ein Kreis auf jeden Fall. Oh ja, der hat einen Kreis. Sogar einen sehr großen. Aber da, wenn ich ihn jetzt natürlich hier hinbaue, wäre natürlich ein großer Teil davon, oder ein Teil im Wasser, was natürlich nicht schön ist. Deswegen würde ich sagen, wir bauen den hier oben irgendwo hin. Wo in meinen Augen ein bisschen effektiver ist, irgendwie, als wieder unten. Gut, dann haben wir das auch. Was haben wir denn noch eigentlich? Forschungslabor. Erforscht viel Wissen. Das ist nicht schlecht. Ist das hier erhöht die Schönheit der Gebiete wilden. Ne, den Bürger hat mal müssen. Das hört sich auch ganz gut an. Man kann die Ecke nochmal verschönern. Gehen das? Zum Beispiel hier. Wie viel kostet der? 5000. Okay. Das ist natürlich schon heftig. Aber es soll die Schönheit erhöhen. Da ist ja das hier eigentlich gar nicht mal so schlecht, hier hinzubauen, ne? Sollten auf jeden Fall aufpassen mit dem Geld. Schönheit. Ups. Oh, das war zu nah. Ja, jetzt ist das mit dem Platz mal wieder ein Problem. Ich baue mal alles schön eng. Dann hat man keinen Platz mehr, irgendwo noch was zu bauen. Eigentlich müsste ich hier oder so in der Nähe, wo die... Keine Ahnung, was das hier nochmal war. Apartments oder so, was das war. Oh, hier würde eins noch reinpassen. Ja, komm, machen wir das. Wohnqualität 65. So kann man die Wohnqualität und die Wohnzufriedenheit auch nochmal erhöhen. Mit so welchen Sachen. Ah, meine Katze ist schon wieder hier bei mir und legt sich direkt zwischen der Tastatur und Maus. Dann kann ich die Maus nicht mehr richtig benutzen. So. Muss ich leider ein bisschen wegscheuchen. Geht nicht anders. Genau, Wahlen haben wir auch im Moment. Sieht für uns, für El Präsident im Moment gerade, ja, hatten schon mal bessere Zeiten gehabt. Mal sehen, vielleicht wird es ja nochmal besser. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Forschungslabor. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wird schneller gehen. Machen wir das mal. Auch wenn es teuer ist, aber auf Dauer lohnt sich das. Hat das braucht auch eine Straße. Das ist gerade zu teuer, das mache ich erstmal nicht. Wir haben ja leider keine Ruinen hier. Glaube ich. Oder kann man so einfach hier irgendwo hinbauen? Boah, das kann aber wirklich eine Menge verschönern, also die Verschönerung vergrößern. Wahnsinn.
Ich kann das nicht einfach so bauen, oder was? Nee. Geht gar nicht. Gut, dann war es umsonst gekauft, auch nicht schlimm. Das kann man dann noch gerade so machen. Noch eine Klinik wäre auch nicht schlecht. Voll ist sie die gerade. Ja. Es geht. Aber die Bushaltestellen müssen wir auf jeden Fall mal benutzen. Also mal einstellen, wo sie hinfahren sollen. So, das ist ein bisschen von da nach da und ein bisschen überall irgendwie ein bisschen hinkommen. Etwas laufen sie, müssen sie halt nun mal leider. Geht nicht anders. Wir können ja nicht alle paar Meter eine Bushaltestelle bauen. Das würde auf Dauer zu teuer sein. Nachtclub wäre auch mal eine gute Idee. Was zu bauen. Wo bauen wir denn das hin? Da ist der Eingang. Würde optimal hinpassen. Ja, machen wir dahin. Das ist in Ordnung. Bananen haben wir schon. Sieht eigentlich mit der Schokoladenfabrik gerade aus. Nix auf Lager. Zucker haben wir, aber Kakao ist zu wenig. Da müssen wir definitiv noch eine Plantage bauen. Apropos Plantage. Mehr Transportunternehmen, glaube ich, haben wir genug. Oder? Ja, doch, die kommen auf jeden Fall hinterher. Sieht soweit gut aus. Aber nochmal eine Kakaoplantage. Kann man auf jeden Fall brauchen. Machen wir mal zwei mehr. Ich hoffe, ich kann jetzt hier irgendwie die Straße noch reinbauen oder was mal. Das wäre 48. Ja, da so passt das. Auf jeden Fall. So. Ah, das ist blöd.
Ja, muss man leider ein Stück davon opfern, aber kommen wir nicht drum herum. Und wir müssen unbedingt Häuser dahin bauen. Das fällt mir gerade ein. Da fährt natürlich jetzt kein Bus im Moment hin. Aber das müssen wir auch noch mal machen. Dass sie zumindest die Möglichkeit haben. So, fertig. Ja gut, dann könnte ich da alle wohnen. 6 Stück, wie viele arbeiten da? 3, 6. Nee. Mehr als wie 6. 8. Oh, okay, dann brauchen wir doch mal 2 Häuser mehr. Wieso kann ich denn hier oben nichts bauen? Was ist denn da? Ja, dann bauen wir es hier hin. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal wirklich ein bisschen drauf achten mit dem Geld, weil jetzt wird es ein bisschen eng. Dann würde ich sagen, dann tut die Bushaltestelle von da. Hier warten wir auf Start. Sagen wir mal von hier bis da hinten hin. So. Ja. Kommt die von da nach da? Die hier haben ja hier eine kleine Klinik. Passt das? Wir haben, glaube ich, sogar auch eine Taverne, ne, oder? Ich glaube, hier ist sie, ne? Ne, doch nicht. Aber eine Kapelle haben sie wenigstens. Immerhin, besser als wie nix. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ne, ich persönlich werde euch viele, viele Male wählen. Wir machen keinen Wahlbetrug. Vier Monaten. 61 haben wir gerade aktuell. Aber 26 haben sich noch nicht entschieden. Also daher kann es auf jeden Fall noch steigen. Oder auch vor allem, wenn der jetzt die ganzen 25 bekommen würde, dann haben wir auf jeden Fall verloren. Bühnen der Tropikaner an dem Feuer. Oder? Ah, da, die Kapelle brennt. Na gut, die Feuerwehr ist ja hier irgendwo in der Nähe. Da kommst du doch gerade raus. Ups, ah, reicht. So. Ah, das haben wir auch. Fernsehturm. Kann man denn einstellen? Das heißt, die Freiheit gültet nur, wenn ich den Sender drin lasse, den Standard-Sender. Gültet wahrscheinlich der Bonus, der Freiheitsbonus. Na gut, dann lassen wir den mal drin erstmal. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte, nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ziemlich gut abkassiert. 170 Leute waren gegen uns gewesen.
Ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Und wir hatten gerade mal, glaube ich, 62%. Also das kann man noch nicht. Macht denn meine Katze schon wieder da? Präsidenten zufolge war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Wir sind uns sicher, dass der Palast hier nur bescheiden ist. Hier laufen überhaupt keine Leute rum, ne? Sehe ich gerade. Haben sie irgendwie genau das, was extra gemacht haben oder vergessen haben, mal ein paar Leute da hinzusetzen, dass das wenigstens ein bisschen lebendig aussieht. Das ist genauso wie hier. Na gut. Läuft der Club? Auch nicht gut. Wieso laufen denn die ganzen Sachen hier nicht? Wir sind jetzt erst damit fertig geworden gerade. Kurz laufen lassen. Ja, auch sehr spärlich. Können auf jeden Fall einige raus. Das bringt nichts, wenn so viele da drin arbeiten. Machen wir nur Minus. Ja, auf jeden Fall. Sogar ziemlich. Hier wird es wahrscheinlich genauso sein. Nur mal zwei raus. Forschung wurden dann alle abgeschlossen, die wir genommen haben. Gut, alle Zeit, das könnte man machen. Mülltrennung, ja. Können wir auch machen. Nationale Feiertag, ja, warum nicht? Was haben wir denn noch? So, das hier haben wir ja alle schon gemacht. Relativ ist es. Thank you.
Heimate hier. Muss sowieso mal alles nach und nach freigeschaltet werden, daher. Ist das in Ordnung? Zigarren haben wir verkauft. Brauchen unbedingt wieder neue Sachen. Was haben wir denn hier? Wir könnten Kaffee verkaufen. Ananas. Oh, 6000. Boah, das war auch viel. Ja, komm, mach mal. Bananen haben wir ja noch, ne? Ja. Und Rum verkaufen wir auch noch. Tabak. Zigarren tun wir ja auch verkaufen, ne? Ne. Haben wir ja fertig gehabt eben. Machen wir auch mal auf 5100. Dann laufen die natürlich länger. Braucht ein bisschen gewisse Zeit, bis sie abgeschlossen sind, aber dafür verdienen wir mehr damit. Seht nach rechts! Statistisch gesehen könnte jeder dieser Menschen ein Spion sein. Seid wachsam und meldet sonderbare Aktivitäten. Besonders die von Familienangehörigen. So, somit mache ich erstmal hier Schluss. Sind schon 26 Minuten rum. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und über einen netten Kommentar natürlich auch. Und wir sehen uns, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.